Wo ist mein Wagen? Wo ist Red? Achso, du hast eine Redstone-Kiste gemacht. Wieso brauchst du Redstone? Nein, ich brauche nicht Redstone, ich muss Redstone wegräumen, gerade mein Inventar leer kriegen. Ich habe den Kuchen bald aufgegessen. Was hast du aufgegessen? Den Kuchen bald. Kannst mir doch nicht den Kuchen wegessen. Backe ich den Kuchen und dann kriege ich nichts ab. Jetzt. Ich habe Sand in die Kiste gelegt. Okay, der. Dann bringe ich den Scheiß mal weg. Ja, dafür habe ich noch Zeit. Und dann mache ich weiter. Als nächstes arbeite ich, also wir brauchen mehr Eisen, damit ich an diesem scheiß Trichtersystem arbeiten kann. Okay. Ja, kriegen wir irgendwann. Ich bin überrascht, dass unsere Dingskiste noch nicht so voll ist. Unsere Erdkiste. Ja, ich irgendwie das genau. Normalerweise kriegt man ja von anderen immer mit. Hast du was am vollsten? Denn es ist immer Dings. Ich habe noch Kies ein bisschen. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Achso. Oder weil du abgehackt geworden bist. Oh, ich brauche mehr Kobbel. Hast du noch Kobbel? Ja. Boah. Ach, du hast mir Spitzhacken gemacht. Okay, ich brauche kein Ja. Kobbel. Das ist meine Notfallspitzhacke, falls ich keine mehr habe. Und die Schaufel, da bräuchte ich auch noch eine. Dann, was ich nicht mitnehmen muss. Die Kobbels. Hier, du kriegst deine Kobbels wieder. Yay. Und Stöcke kriegst du auch noch. Danke. Lange ist es frisch. Ich brauche ein Wasser. Ich brauche, warte, noch Essen. Das nehme ich dann mit. Ich nehme die Backkartoffeln mal mit. Und ich bräuchte. Hast du einen leeren Eimer? Ja, in der Kiste. Das wäre schon Ich hätte gerne nur einen. Ich hätte gerne nur einen. Danke. gut. Ich esse. Soll ich den letzten Stück Kuchen essen? Oder soll ich das hier lassen? Was in mir? Okay. Also theoretisch sollte das funktionieren. Ja, das hat funktioniert. Ich bin klug. Das ist schön. Na 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 na. Dieses Gesangstalent immer, gell? Ja, ich bin jedes Mal hin und weg davon. Ich Jedes Mal. Ja, Sand hast du mir ja gegeben. Ja, der ist in der Kiste.
Ja, ich hoffe, ich mache es jetzt einfach richtig. Ja. Also theoretisch müsste die Abgrenzung jetzt passen. Aber nur theoretisch. Theopraktisch. Wo auch immer dieser Ausdruck herkommt. Theopraktisch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und wenn du. Kannst du dann schon anfangen abbauen, wenn du die Zelle voll hast? Dann kannst du den Sand wieder benutzen. Ja. Ich krieg Erfahrung. Toll. Das ist gut. Ach ja. Tot? Nein, nur war. Irgendwie ist es seltsam, ohne Musik zu spielen. Ja, wenn so ab und zu mal in 10 Jahren so ein Tönchen kommt. Oh, langsam krieg ich echt Hunger. Mampf, Mampf, Mampf. Die werden einfach nur irgendwann nicht mehr genügend Sand haben. Sand. Das stimmt nicht. Das wird nämlich immer mehr Sand. Ha, hast du den Witz verstanden? Ja. Weil während wir, also wir bauen ja ab. So, und während dieser ganzen Erdschichten gibt es ja auch dauernd irgendwo Sand. Und deswegen wird es immer mehr Sand. Ach, so geht das. Was? Wenn du Shift und F drückst und in der Hand in der rechten nächsten Ecke. Aha. Interessant. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ich habe jetzt in der einen Hand Sand, in der anderen Hand Brot. Okay, und wie benutzt man dann die linke Hand? Was ist das? Geil! Ich weiß jetzt nicht, wie ich das reinlege, aber wie ich das benutze, weiß ich nicht. Nein, nein, ich hab doch, also du kannst einfach ganz normal mit der Maus dann irgendwas machen. Aber das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie ich das Brot esse. Wobei, ich habe ja gar keinen Hunger. Okay. Aber mit der rechten Maustaste bedienst du dann deine rechte Hand und mit der linken Maustaste bedienst du deine linke Hand. Echt jetzt? Nein, ich habe keine Ahnung. Doch, das müsste funktionieren. Ich klicke einfach nur rechts und links, aber ich glaube, Unterschiede gibt es. Nein. Wieso habe ich deine Rezepte verfügbar? Ach, egal. Es ist halt, je nachdem, wie du klickst, passiert halt was. Nee, also wenn du links. Ach, egal. Ich bin verwirrt davon. Egal. Irgendwie funktioniert das schon. Du brauchst ihn, hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ja. Ja. Und ich bin stolz drauf. Was? Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich hoffe, du kennst die Folge. Ja, natürlich kenne ich die Folge. Gut. Oh. Oh, da bin ich aufgepasst. Hey! Hallo. Hallo. Ja, es ist gerade Spike. Ja. Okay, viel Spaß. Yay. 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 Ich muss üben, eine tiefe Stimme, mit tiefer Stimme sprechen zu können. Weil ich kann zwar Frauen zum Schwärmen bringen, wenn ich heiser bin, aber ich möchte gerne auch kriegen, dass ich meine Stimme, die ich habe, wenn ich heiser bin,
wenn ich nicht heiser bin. Okay. Oh. Ich finde, also für eine Frau ist es viel schwieriger, eine tiefe Stimme zu machen, wie für einen Mann in helle. Fuck. Nein, Wasser. Nein. Ah, nein. Geh nicht. Nein. Oh, fuck. Sie flutet alles. Ja. Du bist manchmal so genius. Bin ich? Ja. Ah, komm schon. Ich will doch nur ein bisschen Luft und auch schon, damit ich Sand wieder zu bauen kann. Oh, scheiße, so ein Schmerz. Mhm. Ja. Oh. Du fällst schneller, als das Wasser abfließt, also kann sich das Wasser noch abbremsen oder unten aufdotzen. Das ist Logik. Es ist immer logisch. Also Minekraft ist Logik pur. Ich bin die letzte Person, die sich beschwert. Ich habe keinen Schaden des. Ist da jemand auch wieder? Ja. Aber der Saftsack. Wir sind hier nicht in Dings. Wir sind hier nicht in South Park. Ja. Nee. Ja, okay. Der Fresssack will noch Stellaris zocken. Okay, viel Spaß dabei. Also, ich werde relativ. Ich habe morgens Schule, also kann ich es mir leisten. Ne? Na, ich nicht. Und ich habe lange Schule. Weniger. Na gut, ich habe. Sonst... Bei uns fahren ja die ersten beiden Stunden aus. Na, durch. Also, nein, die ersten beiden Stunden Sport. Oh. Habe ich den letzten beiden. Mein Beileid. Die Jungs schreiben Spanisch und ich habe halt frei, weil je nicht prima. Ja, ja. Wunderbares Französisch. Ja, no hablo. Nochmal bitte. No hablo español. Ah, ich verstehe kein Spanisch. Ich spreche kein Spanisch. Ach, stimmt, Pablo, ja. Hablo. Pablo. Hablo. Hablo. Pablo. Pablo! Ja, das heißt, ich spreche. Ah, ich habe ein Level up. Level up! Ja, ich habe meine. Ich. Nochmal bitte. Ich habe unsere Spanischlehrerin. Also zur Verzweiflung. Weißglut wieder getrieben. H gesprochen haben. Hablo. Achso, ja, weil man spricht ja kein H im Dings. Genau. In Spanisch gibt es kein H. Du schreibst das H, aber du hast kein H. Ich liebe es. Das habe ich in jeder Sprache irgendwie. Warum gibt es Buchstaben, die man nicht ausspricht? Hier Buchstaben, die man nicht ausspricht? Habe ich auch nicht verstanden. Warum gibt es Buchstaben? Also auch im Französischen. Du hast viele Wörter, wo du den letzten Buchstaben einfach nicht aussprichst. Ja, also, why? Warum gibt's den Buchstaben dann? Das sieht schön aus, lässt man dran. Sprachen. Ich bin schneller wie du. Irgendwann, ich bin ja der festen Überzeugung, dass sich alles so wünschen wird, dass wir irgendwann europäisch sprechen. Ja, ich nehme auch an, dass, also, in. Aua. Ich nehme mal an, was ist denn hier alles? Wobei, das gibt, ich das Gefühl habe, dass es immer mehr Leute, wobei es immer Leute gibt, die dann an den alten Sprachen festkleben und hängen. Ja gut, ist ja auch richtig so meiner Meinung nach. Ich finde, Sprache ist viel Tradition. Aber gut, heutzutage, also vor 200 Jahren musste jeder noch Latein lernen, heutzutage sagt man. Ja, genau. Latein, tote Sprache. Ja. Wobei, Latein ist gut für einen Exorzismus. Für was? Exorzismus. Ja, da hast du vollkommen recht. Das wäre das Erste, für was Latein voll praktisch wäre, was mir einfallen würde. Ja. Oder wenn es um irgendwelche Sachen geht. Ja, zum Beispiel, also jede Biologin sollte ein kleines Latinum haben und jeder Mediziner. Chemiker jetzt nicht, aber gerade Mediziner und Biologen haben halt viel zum. Kann ich wieder aufsteigen? Und ich würde sagen, jeder Jäger auch. Aber meine Art von Jäger.
Ja, ich Liebe. Ich bin ein Winchester. Ich bin was Besonderes. Ich weiß, was das Coole ist? Mein Nachname bedeutet Jäger, also bitte, stell dich hinten an. Was? Ja, bedeutet Jäger. Was? Ja. Das hat übrigens was sehr Dummes gemacht. Was? Egal. Ich hab nichts hast gesagt. Hast du was Dummes gemacht oder ich? Du hast was Dummes gemacht. Wieso? Piep. Ah, verdammt. Ah! Jesus. Okay. Da gibt es einen Mini-Cut oder so. Ich weiß nicht, wie kann man Sachen auspiepen? Ich kann dir bestimmt irgendwie helfen dabei. Okay, du musst mir erklären, wie man was auspiept. Das mache ich. Ich helfe dir. Ah, Gott, bin ich dumm. Nein, du bist einfach müde und die Aufnahme ist gleich vorbei. Ja, noch 2-3 Minuten, dann habe ich genug Material. Ah, scheiße. Okay, ja, bis die Folge rauskommt, haben wir rausgefunden, auspiept. Geil, sowieso die letzte, also weiß man gleich, welche man nehmen muss. Ja. Wieso habe ich... Ach, das ist Kies, ich habe Sand. Also auf jeden Fall holt man sich schon mal ein Piepgeräusch aus dem Internet, dann passt das schon. Die halbe Miete schon mal da. Okay. Okay. Wo ist das richtige Eisen eigentlich? Da. Dann das nächste Mal brauche ich einen Trichter. Ja. Wofür brauchen wir einen Trichter? Für meine Anlage, die ich basteln will. Okay. So. Ah, falsches Ding. Ja, das war wirklich dumm. Okay, egal. Es ist sowieso schon vorbei. Jetzt ist es vorbei. Genau. Jetzt ist vorbei. Du musst gucken, wie oft ich meinen Namen aus Versehen gesagt habe. Einmal. Also. Ja, okay. Auf jeden Fall. Die Schafe sind groß. Wenn wir schon von Namenbedeutung haben. Was? Ich habe 2 Mini-Schafe. Das ist schön. Und zwar, das Witzige ist, wenn man Roslyn, also Vater eigentlich, also Roslyn kommt, wir das vorlassen, weil ich weiß nicht genau, was Roslyn bedeutet. Die Namensbedeutung habe ich mir nie angeguckt. Roslyn bedeutet sowas von der Rose, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. So, das ist ganz langweilig. Ja, genau. Aber das Coole ist, also wenn man meinen zweiten Namen, Vara, und dann Nachnamen, Neko, das Coole ist, also wenn man es auseinander anguckt, dann, heißt es eine Rose und andere heißt Katze. Du aber wenn man Baraneko. Okay. Was? Ich heiße Roslyn Baraneko. Ich weiß, aber dieses Bara nochmal rein, wo ich so geil finde. So, Rose, Rose! Ja, das liegt an meiner Vergangenheit. Sie redet gerade von ihrem Rosinchen. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Wirklich, ich weiß das. Reingerutscht. Es liegt an meiner Vergangenheit. So, also, Roslyn. Ja. Die Sache ist ja die, ursprünglich von meiner Mom wurde ich Baraneko genannt. Aber ich wurde dann ja ausgesetzt und war ja dann im Weidenkorb und hatte ja meine Rose drin und was weiß ich, aber dann ist mein Name ja verschmiert. Und dann war ich bei der neuen Familie und die wusste nicht, wie ich dann mit Vornamen heiße. Und dann war aber die Rose dabei, also haben sie mich Roslyn genannt. So komme ich zu den zwei bei dem gleichen Namen. Ich weiß, ich kenne so. Jetzt erklär mir, was Baraneko heißt. Und Baraneko zusammen heißt Rosenkind. Das wusste ich nicht. Ja. Gut. Das war Fun Fact, eine Geschichtsstunde über meine die Namensgebung ihres Künstlernamens. Genau. Ah! Scheiße, ich habe jetzt unsere Loren kaputt gemacht. Was? Ja, ich habe aus Versehen den Stein weggemacht, der dafür gesorgt hat, dass sie nicht von der Schiene runter sind. Jetzt sind sie beide von der Schiene runter. Also das sieht gut aus. Und jetzt haben wir die Asymmetrie rausgekriegt. Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir. Och, gut, jetzt zum Schluss setzt nochmal die Musik ein. Geil. Zum Abschied. Ich habe mich jetzt hier an die Ecke. Gucke auf diese Insel. Und gebe meine übrigen. Was? Du darfst dann beim nächsten Mal die Lore reparieren. Hörst du es eigentlich gut? Für nichts. Ich kann Sachen abbauen. Okay, egal. Also,
Das waren wunderbare 2 Stunden, ne? Nach langer Zeit. Ja. Endlich mal wieder. Ja. Ich gucke, dass ich die Videos dann hochlade, dass sie bald da sind. Ah. Also ja. Auf alle Fälle zu den Zuschauern mal wieder, weil damit reden wir nur miteinander, aber nie mit den anderen Leuten, die dazu gucken. Ja. Hi. Wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Genießt das Wetter und bye, eure Zerosia. Bye, eure Roslin.